Aber was wir auch sehen, und das ist schön, dass Herr Albrecht den Punkt auch gebracht hat, ist, dass es Ausnahmen gibt. Und Ausnahmen, wenn ich mich auf einzelne Marken runterbreche. Das heißt, wir haben uns nochmal Froste angeguckt. Wir haben uns bei den Tiefkühl-Komplettfertiggerichten, alles klar, habt ihr das alle vor Augen? Tiefkühl-Komplettfertiggerichte, da sind die, die ich aus der Truhe rausnehme, in die Mikrowelle packe, wo das dann ein bisschen portioniert ist und dann ist das fertig. Oder auch ein Schlemmerfilet gehört dazu und solche Sachen. Und so, und da sieht man bei den Reifenloas, dass die durchaus die Marke Froster da im Fokus haben. Das hängt damit an, das hängt damit zusammen, wie Herr Albrecht sagt, dass die Marke Froster sich rechtzeitig positioniert hat. Rechtzeitig gesagt hat, Reinheit und Qualität spielt eine Rolle. Und dann bin ich bei dem Thema Kommunikation und Marketing. Es ist nicht unwichtig, was ich sage und wie ich sage. Es passiert was. Es passiert was am Point of Sale. Gut. Kommen wir zum nächsten. Nächstes Beispiel ist, glaube ich, auch mein letztes. Mein letztes aus dem Bereich, bevor ich dann zur Zusammenfassung komme. Kurz mal auf die Uhr gucken, eigentlich gut in der Zeit. Der Reiniger Frosch, klar, den assoziiert man immer sofort dann mit Ideologen und mit, dementsprechend auch mit den Loas. Und wir sehen es auch, der Froschreiniger ist derjenige, der bei den Community-Loas und den Ideologen die heftigsten Ausschläge hat. Wir sehen aber auch bei den Reifen-Loas ist der Ausschlag nicht ganz so gut. Die greifen auch genauso gerne zu den Markenprodukten zurück wie die trendigen Hedonisten, die sich dann eben auch andere Reiniger von etablierten Herstellern leisten. Bei den Reifen-Loas hängt das damit zusammen, dass die, wenn die bei einer Marke bleiben, auch dabei, wenn die bei einer Marke gut finden, auch dabei bleiben und keine Notwendigkeit besteht, zu wechseln. Gut, Zusammenfassung. Einkaufsstätten. Die Loas bevorzugen Geschäfte mit bio- und nachhaltig produzierten Produkten. Sie kaufen aber auch bei, das habe ich nicht gezeigt, aber kurz angedeutet, sie kaufen bei kleinflächigen Verbrauchermärkten, Heimdiensten und frische Fachgeschäften. Jetzt aber noch die große Unterscheidung. Die Reifenloas besitzen verbal, also das, was im Kopf passiert, die größere Affinität zu den 11 Dimensionen, an denen wir die Loas separieren. Und, aber die Community-Loas sind diejenigen, die das in die Praxis besser umsetzen. Das heißt, wenn die Entscheidung im Supermarkt gefällt werden muss, sind es eher die Community-Loas, die dann sagen, jawohl, das ist es dann auch. In Bezug auf die Warengruppe, klar, sie konsumieren beide Loas bewusst und überproportional bio. Obwohl, das ist der gleiche Punkt, wie wir bei den Einkaufsstätten hatten, das gilt auch für die Warengruppen. Die Reifen-Loas setzen das nicht so konsequent um wie die Community-Loas. Und Qualität und Hedonismus sprechen beide an, allerdings liegen die Markenprodukte bei den Reifen-Loas vorn. Das haben wir gesehen. Und zusammenfassend, die Erwartungen werden erfüllt. Ja, es ist so, dass Loas anders kaufen als die anderen Gruppen, die wir gefunden haben. Und sie entsprechen auch den Erwartungen, aber man kann es nicht grundsätzlich über einen Kamm scheren. Es gibt Unterschiede, die muss man sich anschauen. Es gibt Unterschiede in den Warengruppen und in den Einkaufsstätten, die eben darauf zurückzuführen sind, dass bestimmte Einstellungen eine Rolle spielen und dass ältere Leute und reifere Leute anders denken als möglicherweise die Community-Loas, die so im mittleren Lebensabschnitt sind. Und was auch entscheidend ist, tatsächlich ist es so, die Loas wollen beides, Bio und Qualität, wovon sie sich eben von den anderen Gruppen markant unterscheiden. Die Ideologen haben den Bio-Aspekt vorne, die trendigen Hedonisten haben die Qualität vorne, aber die Loas sind die, die Qualität und Bio im Fokus haben. Okay, und es ist eben eine differenzierte Ausprägung der Loas-Gruppen bezüglich der anderen Themen. Was wir uns dann überlegt haben ist, okay, gibt es irgendwelche Pfeiler, an denen man das festmachen kann? Gibt es Pfeiler, die der Industrie und dem Handel helfen, ihre Produkte zu platzieren, ihren Shop zu platzieren? Oder sich zu überlegen, was muss ich tun, um dieser Situation gerecht zu werden? Und wir haben Überschneidungsbereiche. Qualitätsbewusstsein gibt es als Pfeiler, Preissensibilität, der Convenience-Gedanke, den ökologischen Anspruch und Festhalten an Gewohnheiten. Und da haben wir ein Bild entwickelt, das sehr einfach aussieht, ist es auch. Und dieses Bild sagt einfach aus, es gibt diese fünf Pfeiler, Hedonismus, Ökologie, Bewahren, Schnäppchen und Convenience und in der Mitte das Körperbewusstsein. In der Vergangenheit war das so, dass
oben dieser Kreis, dieser rote Kreis, den wir, oder den roten Kreis und den gelben Kreis, also der Kreis Reife-Loas und Community-Loas, in der Vergangenheit nicht besetzt war. Vor 10 Jahren gab es diesen Kreis nicht. Das heißt, es gab eine diametrale Trennung zwischen Hedonismus und Ökologie. Und das Segment Loas, der gesellschaftliche Anspruch Loas, hat das geschlossen. Und wir differenzieren dann noch eben die Reifen-Loas, die da beide Aspekte im Fokus haben, Ökologie und Hedonismus, und die Community-Loas, die dann daneben noch das Körperbewusstsein reflektieren. Und man kann sich dann angucken, wo die anderen... Bitte? Ja. Ja, kann ich. Und die Reifen-Loas sind 55 plus, so grob über den Daumen, und die Community-Loas sind 38, 35, 40 plus. Und das, ich habe mich gestern Abend auch mit dem Herrn Schweißfurt darüber unterhalten, wie denn seine Zielgruppen aussehen. Er hat es ja heute kurz angedeutet, Sie werden das vielleicht auch kennen, wie denn die Zielgruppe bei Basics aussehen. Und das, er sagte, es ist 40 plus. 40 plus sind die Leute, die in den Läden auftauchen. Klar, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber die Masse ist 40 plus, die da aufschlägt. Und weil sie sich mit dem Gedanken erstmal auseinandersetzen müssen und das auch reflektieren müssen. Ich meine, das gilt jetzt nicht, es heißt jetzt nicht, dass nur 40 plus im Laden ist. Ne? Das heißt, es gibt nämlich auch ein paar andere, aber so, ne? man muss hier Sachen anbieten, mit denen man arbeiten kann. Klar gibt es Ausweichungen. Gut, und jetzt kann man sich angucken, wie sich die anderen Gruppen in dieser Matrix positionieren. Zwischen Convenience-Gedanke, zwischen Preissensibilität, Qualität und Hedonismus. Und dann kann das für Industrie und Handel ein Richtwert sein, wie muss ich mich aufstellen, wie muss die Marke positioniert werden, was mache ich mit meinen Extensions und so weiter. Sie wedeln hier alle ganz kräftig. Ist warm, ne? Okay, ich bin auch gleich fertig. Ein Start noch. Die Frage ist natürlich, was das beschäftigt auch natürlich die Welt, was passiert, wer sind die Loas von morgen? Und für uns sind die trendigen Hedonisten die Loas von morgen. Die trendigen Hedonisten, weil ich am Anfang auch gesagt habe, es ist Dynamik in der ganzen Geschichte drin, aber man muss eine Grundvoraussetzung haben, die Grundvoraussetzung heißt Qualität und Hedonismus. Und ich muss mich auch für Zeitgeschehen und für Kommunikation interessieren. Das heißt, wenn ich nicht mitkriege, was passiert in der Welt, werde ich auch nie einen Nachhaltigkeitsaspekt entwickeln. Das geht gar nicht, das bedingt sich quasi. Und wenn ich aber auch kein Gefühl dafür habe, dass ich Qualität und Hedonismus für mich entdeckt habe, dass das für mich wichtig ist, dann werde ich auch nie zu einem Loha. Das heißt, das sind die Grundvoraussetzungen. Und irgendwann nimmt der Nachhaltigkeits-, der soziale Aspekt in Bezug auf den persönlichen Aspekt vielleicht überhand und dann wird aus einem trending Hedonisten ein Community-Loha. Oder wenn ich in der Markenpositionierung das berücksichtige, dann kann ich aus einer Zielgruppe, die im Moment bei 30% liegt, auch 40% machen. Man muss da sehr vorsichtig agieren. Das ist jetzt nicht so, alles klar, das wird der Albrecht besser wissen als ich. Da machen wir mal eine schicke Kampagne und alles wird gut. Da muss man sich ein paar Gedanken machen. Aber das ist ja auch die Aufgabe von Herrn Albrecht, den ich meine. Und ja, und diese Gruppe zeigt eben ein entsprechendes Markeninteresse und favorisiert trendige Produkte. So, und damit bin ich durch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Thank you.